Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Karmesin. So, hier haben wir die erste Arena, gegen die wir jetzt antreten müssen. Ich weiß nicht, ob man wieder Aufgaben erfüllen muss. Ich hoffe doch mal nicht. Und zwar, dass ich sofort gegen den Arena-Leiter kämpfen kann. Als Champ. Glückwunsch zu seinem Sieg in der Arena von Mesclara. Ist das alles? Hä? Ah, da haben wir ihn doch. Da war der Aoki. Laut meinem Terminkalender steht jetzt das Meeting mit dem Top Champ an. Stattdessen habe ich unangemeldeten Besuch. Das sieht ja ähnlich. Ich kann mir ja schon denken, weshalb du hier bist. Nicht der Rede wert. Der Top Champ ist meine Vorgesetzte, daher steht es mir nicht zu, ihre Entscheidungen anzuzweifeln. Aber es überrascht mich schon, dass sie jetzt auch Schüler beschäftigt. So, so, du hilfst ihr aus, damit sie im Gegenzug an einem Turnier eurer Akademie teilnehmen kann. Naja, das muss jeder selbst wissen. Ich hätte mich nichts auf die zusätzliche Arbeit eingelassen. Wie schaut's aus? Wollen wir diese Aufgabe dann auch mal erledigen? Dann lass uns mal zur Schatzstube schlappen. Du hast bei der praktischen Prüfung bereits gegen mich als Mitglied der Top 4 gekämpft. Ich bezweifle, dass ich dich jetzt sonderlich beeindrucken werde. Aber fangen wir an! Da ich diesmal als regulärer Arenaleiter kämpfe, setze ich meine gewöhnlichen Pokémon ein. Sie gehören alle dem Typ Normal an. Normal bedeutet für viele durchschnittlich, unscheinbar, herkömmlich. 0815. Aber ich hänge an ihnen, musst du wissen. Sie passen perfekt zu meinem farblosen Angestellten wie mir. Es wäre schön, wenn Menschen und Pokémon weniger kompliziert wären. Normal eben. Aber heutzutage geht es vielen bloß darum aufzufallen. Extravagant will man sein. Auf billige Effekthascherei kommt es an. Das Schönste an einer aufregenden Reise ist doch die Rückkehr in die eigenen vier Wände und den vertrauten Alltag, oder? Wahre Stärke liegt meiner Meinung nach in Schlichtheit. So, jetzt wenigstens muss ich jetzt mal... Aoki fordert dich heraus. Was ist auch nicht leicht. Der Top Champ ist schon eine ganz eigene Nummer. Das sieht echt schwach aus, aber man soll es nicht unterschätzen. Na, Paralyse ist immer so ein Problem. Wasserquill! Schönes Pokémon. Somit ist das nächste Pokémon von ihm weg. Walelu. Der kleine Fratz ist ja süß. Thank you.
Gummimiesel. Das ist eine sehr gute Attacke. Verliere zwar Verteidigung, aber so, wenn ich alle kille, passt das. Das sieht nicht problematisch aus momentan. Staraptor! Und wir wechseln mal auf. Auf das Krokel. Der ehemalige Krokel. Der Skelokrok. Du bist außergewöhnlich stark. Hm, gut, dass ich für gewöhnlich stärker bin als andere. Wie viele Pokémon hat er noch? Das ist das letzte. Das heißt, wir werden jetzt Hitzekoller einsetzen. Mit voller Zeit gehen, dein wahres Ich. Schließlich wollen wir uns auch einen kleinen Bonus dazu verdienen. Die Terra-Kristallisierung. So, Feuer gegen Flug. Er erleidet Schaden. So, die erste Arena wäre geschafft. Aller guten Niederlagen sind drei. Nicht traurig sein, Aoki. Puh, das war viel zu viel Aufregung für einen Normalo wie mich. Doch eines habe ich nun verstanden, warum man mir gesagt hat, dass ich als Mitglied der Top 4 Flug-Pokémon einsetzen sollte. Was steht's denn ausgetretenen Pfaden seines eng umgrenzten Alltags folgt? Dem entgehen etliche schöne Erfahrungen. Ab und an kann es nicht schaden, zu meinen besonderen Talenten wie dir aufzublicken. Zumindest wenn die Arbeit das verlangt. Zum Vergnügen mache ich das nicht. Wie auch immer, da ich unbezahlte Überstunden vermeiden möchte, mache ich jetzt Feierabend. Das klingt doch gut. Somit hätten wir den ersten Trainer besiegt. Kommen wir zum nächsten. Hier sind wir in der nächsten Arena in Garafosa. So, gehen wir mal herein und besuchen den Arenaleiter. Oder statten wir ihm einen Besuch ab. So, hier steht er ja schon. Hereinspaziert und willkommen in der Arena von Garafosa City. Mein lieber Scholli, wen haben wir denn hier? Ich hatte eigentlich mit jemand ganz anderem gerechnet. So, verstehe. Dann hat Zakaria das hier also eingefädelt. Wie? Warst du nicht vor kurzem noch dabei, Arena-Orden zu sammeln? Und jetzt bist du schon auf dem Champ-Rang. Menschenskinder, wie die Zeit vergeht. Du erinnerst mich irgendwie an einen Körperdor. Anfangs planscht es nur hilflos herum. Doch wenn es sich entwickelt, wird es zu einem wahren Meeresgiganten. Was für ein toller Fang du doch bist. Und nun steht diese Überfliegerin also vor mir, um mich auf Herz und Nieren zu prüfen. Doch wie ich schon eine Weile in Restaurant schmeißt, ist es gewohnt, dass die Leute einem kritisch auf die Finger schauen. Genug geplaudert, willst du in einem Kampf herausfinden, ob ich mich noch immer mit Flug und Recht Arenaleiter schimpfen darf? Aber sowas von. Das ist Musik in meinen Ohren, dann komm mal eben mit. Die Stimme passt zu dem, ja. Finde ich auch.
Seit du für mich dieses Steakhouse ersteigert hast, reißen mir die Kunden alle Gerichte, in denen ich es verwende, förmlich aus den Händen. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat gezeigt, dass du wirklich das Zeug zum Champ hast. Weißt du, bei meiner Arbeit begegne ich den unterschiedlichsten Personen. Da ist von Leuten wie dir, die einer Stromstelle gleichen, bis hin zur eher behäbigen Menschen, die an einen stillen Teich erinnern. Alles dabei. Wer schon ein paar Jahre auf dem Beutel hat, bevorzugt da in der Regel Letztere. Aber nicht ich, denn das wäre mir zu viel zu öde. Flüsse ergießen sich ins Meer. Das Wasser steigt so dann zu den Wolken auf und fällt wiederum als Regen auf die Erde herab. Und so wandelbar wie das Wasser bin ich auch. Ich, Kombu, der Koch, der hohe Wellen schlägt. Also los, komm her und überzeug dich selbst. So, Kombu, zeig mal, was du kannst. Mal gucken, was du meinem Elektro-Pokémon entgegensetzen kannst. Gute Zutaten brauchen keine Gewürze und gute Trainer keine Spielereien. Mach dich bereit! Ich denke mal, der Ladungsstoß wird schon reichen. Nein! Fuck. Schlickri auf! Los! Nein, fehlgeschlagen. Aua. Naja, man merkt, dass halt die Stufe noch fehlt. Nein, ich hätte das Pflanzen-Pokémon nehmen sollen. Orkan ist übel. Nein, es schlägt sich ja auch noch selbst. Oh, das ist eine Scheiße, hey. Ich hätte gleich auf die Volle gehen sollen. Eine falsche Entscheidung und es ist vorbei. Los, Boomer! Das Pokémon von Purpur müsste das sein. Die Weiterentwicklung. Mir steht das Wasser bis zum Hals. So schmecken mir Pokémon-Kämpfe doch besser. Los, Gravel!
Zeiten Zeit für eine Terrakristallisierung bei frei unabhängig wie die Fluten. Eishammer los! Ja, Tage verfehlt und nochmal Knuddler! Eishammer! What the heck? Ein Schlag und du bist weg. Wie soll ich denn das widersetzen? Wie soll ich denn da jetzt widerstehen? Donner! Jawohl! Arenaleiter Combo wurde besiegt! Ein Sieg so klar wie Quellwasser! Du hast mich richtig unter Druck gesetzt. Kein Wunder, dass der Top-Champ so große Stücke auf dich hält. Was für ein toller Fang du doch bist. Eine reißende Strömung erfasst alles in ihrer Umgebung und hinterlässt bleibende Spuren. Egal ob im Gutes oder Schlechtes im Sinne. Das macht die Freude, die dir zur Seite stehen, umso wichtiger. Deine jugendliche Energie war für mich wie ein Jungbrunnen. Ich sprühe nur sofort Tatendrang. Du kannst Zakaria ausrichten, dass der alte Combo höhere Wellen schlägt als je zuvor. Bitte vergiss das nicht, ja? Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Bye! So, das war die nächste Arena. Kommen wir jetzt nun zur Arena 3. Hier sind wir in Boldarin und zwar hier sind wir bei der nächsten Arena. Und hier treten wir gegen den Pflanzenfuzzi an. Es lebe die Avantgarde. Laila, ein Name allein ist bei dir nicht ausreichend. Ich werde dich fortan Künstlerseele Laila nennen. Na, daneben nicht, ist ja auch völlig unwichtig. Das einzig Wichtige ist die Kunst. Seit unserem letzten künstlerischen Wettstreit habe ich mir oft gedacht, dass wir das unbedingt mal wiederholen müssen. Tausende Küsse an Mutter Natur, dass sie deine Schritte ein weiteres Mal zu mir gelenkt hat. Eigentlich war für heute noch ein Treffen mit dem Top-Champ angesetzt, doch das streiche ich ganz flink aus meinem Terminkalender. Weg damit! Lass uns stattdessen doch lieber über die Kunst philosophieren. Du bist hier in Vertretung des Top-Champs? Na, soll mir recht sein. Solange ich dadurch erneut die Gelegenheit zu einer künstlerischen Kollaboration mit dir bekomme, ist mir jeder Grund gut genug. Also Laila, bist du bereit, mit mir das Tor zur Zauberwelt der Kunst weit aufzustoßen? Seine geschwollenen Worte. Es lebe die Avantgarde. Begeben wir uns zu meinem Atelier. So, zeig mal, ja, was du für neue Pokémon gegen mich hast. Macht er wieder sein Kunststück von der Luft? Nein, diesmal nicht. Schau nur! Laila, das ist die Windmühle von Boladin heißt die Stadt. Entschuldige mich, Boldarin. Boladin. Ist sie nicht beeindruckend? Ihren Flügen fängt sie den Wind, der durch Paldea weht. So dreht sie sich gemächlich und doch kraftvoll. Wenn ich meine Kämpfe mit einem Sprung von dort oben antrete, gewinnen sie an Gewicht und Bedeutung. Wusste ich doch, dass du meine Gedankengänge verstehst.
In puncto Kunst liegen wir eben auf einer Wellenlänge. Ich denke, ich kann diesmal auf den Auftritt verzichten und meine Sprunggelenke schonen. Dieser Kampf verspricht auch so mein größtes Meisterwerk zu werden. Doch genug der Worte. Expressive Künstler wie mir zwei müssen keine langen Reden schwingen. Lassen wir Taten sprechen. Bühne frei für unser gemeinsames Kunstwerk. Bist du bereit? Arena da Colzo fordert dich heraus. Oh, Dressella. Das ist gefährlich. Siehst du es schon vor dir, das Kunstwerk, das wir gemeinsam erschaffen werden? Ja, ich sehe es. Dass sie gleich verbrennen wird. Bam. Tschüss. Los, Froyal! Nochmal Feuersturm! Auf, Karpilz! Los, Olithena! Was? Der lebt noch. Aber leider dafür Verbrennungen. Flammenwurf! Verbrennt das Gemüse! Dieses Werk soll zeigen, dass die Dornen einer Rose so hartnäckig sind wie ihre Wurzeln. Aber nicht, wenn sie Feuer fangen. Das alles, was du drauf hast. Oh, das ist nicht sehr effektiv, steht hier. Das kann nicht sein. Es ist sehr effektiv. Will mich doch verarschen. Das ist ein Baum. Der gleich Feuer fängt an den Spitzen. Die Menge soll bekommen, wonach sie sich sehnt. Ich präsentiere... Von der Mogelbaum zum Baum 2. Das ist ein Gestein-Pokémon, was? Das ist ein Baum, verdammt. Gib ihm! Spuck dein Feuer! Ja, fast! Aua! Spukball! Tschüss, Mogelbaum! Das war zu avantgardistisch. In der Hitze des Gefechts gleichst du einer originellen Abstufung schillernder Farbtöne in konstanter Bewegung.
Ungestüm und sanft zugleich, die Verkörperung eines nicht in Worte zu fassenden Kontrastes. Ich ziehe den Hut vor dir. Der Kampf gegen dich war herrlich erquickend. Er rief mir ins Gedächtnis zurück, wie ich mich einst fühle, als ich zum ersten Mal von der Muse geküsst worden war. Oh meiner, hätte ich es vergessen, dass du ja wegen der Inspektion hier bist, stimmt's? Doch ach, das ist mir einerlei. Berichte dem Top-Champ ruhig, das, was dir passend erscheint. Für mich zählt einzig ein anderes Wort, das mit Insp beginnt, nämlich die Inspiration. Und diese sprudelt gerade nur so aus mir heraus. Die Gunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldige, aber ich muss mich sogleich an mein neues Werk setzen. So, das war die nächste Arena. Kommen wir zur nächsten. Hier sind wir bei Arena 4 in Vermansa bzw. Vermanka. Ich habe es immer Vermansa ausgesprochen. Je welche Sprache man spricht, wird das C als, so wie ich es ausgesprochen habe, ausgesprochen. Du bist gefangen in meinem Elektronetz, Top Champ. Wer ich bin, fragst du? Na, Enigmara natürlich. Holla, ciao und hallöle. Hä? Moment, du bist ja gar nicht Zagaria. Bitte was? Du bist gerade erst Champ geworden, darfst schon den Top-Champ vertreten? Aber du hast doch gefühlt erst gestern deine Arena-Prüfung hier abgelegt. Zablaranxastisch. Das heißt jetzt wohl, oder heißt wohl, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Collab mit dir. Hehehe. Alles klaro, dann weiß ich Bescheid. Da du als Stellvertreterin nur Inspektion hier bist, werde ich Enigmara dir mal so richtig zeigen, wo es lang geht. Wie steht's aus? Hast du Lust, in einem Fight mit mir alles zu geben? Ja, aber das bin ich hier. Jawohl, auf! Jetzt geht's ins Spotlight. Meine lieben Zuschauer von Enigma TV, holla, ciao und hallöle, hier ist euer Enigmara. Heute haben wir einen fluffig, frisch gebackenen neuen Champ zu Gast. Laila, wusstest du, dass du bei uns Arenaleiterin das brandheißeste top aktuellste Gesprächsthema bist? Ich erinnere mich noch an deine Arena-Prüfung. Sie war so elektrisierend, dass es gekribbelt hat. Ob das Video wohl viral geht? Ich kann es kaum erwarten, die Zuschauerzahlen steigen zu sehen. Jetzt so noch schnell die Kameraposition anpassen. Okay, lassen wir unsere Zuschauer nicht mehr warten. Zeit für unseren Fight. Ihr werdet nicht glauben, wie sehr sich Arenaleiterin Enigmara ins Zeug legt. So. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen schlecht getimt. Das muss ja. Leute, jetzt mache ich ernst. Das ist eine Premiere. Sperrt die Glotze weit auf. Wie ein. Ja, Magnetilo, glaube ich, hat sie gesagt. Da habe ich mein Pokémon nicht eingewechselt. Brauche mein Pflanzen-Pokémon. Rückenwind! Ja gut. Das ist nicht sehr effektiv. Nudler. Das hat wehgetan. Der scheiß Orkan geht mir so auf die Eier.
Was bringt dann was? Elektro gegen Elektro? Nicht sehr effektiv. Ja gut, Wasser brauche ich eh gar nicht nehmen. Elektroball. Ernsthaft? Das hat er auch noch verfehlt. Jawohl, weg mit dir. Hitzekolle, auf geht's! Oh mein Gott, das bringt fast gar nichts. Jawohl. Der Wampitz. Hiebschlag, fehlgeschlagen. Wenn man nochmal Hitzekoller. Auch fehlgeschlagen. Na, fehlgeschlagen. Oh, das bringt ja gar nicht viel. Buckball, mal gucken, wie viel das abzieht. Boah, gar nichts. Das ist echt schlecht, was ich da habe an Pokémon. Das ist nicht sehr effektiv. Ich dachte, das wäre einfacher. Oh nee. Den brauche ich gar nicht nehmen. Ja, Pamamush hat eine sehr effektive Attacke. Auch effektiv, effektiv.
So, jetzt bin ich unangreifbar. Jawohl, tschüss. Raumfucknil. Du könntest im Rampenlicht ruhig mal ein bisschen Platz für mich lassen. Die ist sauer. Wirkungslos, effektiv, effektiv. Geht jetzt mal aufs Ganze. Komm raus, ein kleines Glühbirnchen, gib mir den Geistesblitz, der uns zum Sieg führt. Jawohl, fast besiegt. Staupler ist sehr effektiv. Grab dich mal ein. Gut. Buckball bringt dir nichts mehr. Was, Pamama hat die Attacke verfehlt. Was, ist keine Wirkung? Was? Warum steht das so effektiv? Was? Das verarscht mich nicht. Das war's. Enigma wurde besiegt. Kein Wunder, dass du es ganz bis zum Champ geschafft hast. Jetzt habe ich dir gegeben. Ich bin etwas enttäuscht, verloren zu haben, aber... Die Zuschauerzahlen von Enigma TV explodieren gerade. Ah, was gibt es Schöneres? Ich konnte weinen vor Glück. Na, hätte ich mir auch denken können. Bei so einer Berühmtheit ist das, ist der Andrang halt groß. Wir sollten öfter mal so kämpfen. Aber mache mir jetzt keine Kollaps mit anderen Streamern, ja? Alles klärchen. Dann grüß mir den Top-Champ und lass mich gut dastehen in deinem Bericht. Ist halt gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr. Na, Enigma natürlich. So, das wäre die vierte Arena gewesen. Die nächsten vier machen wir das nächste Mal. Dankeschön, dass ihr mir zugeschaut habt. Lasst doch gerne einen Daumen da für dieses Video und bis zum nächsten Mal.